Das hat ja jetzt wieder krasse selbstlaufende Formen angenommen. Ich habe mir gerade Mittagessen gemacht, ne, und wollte mich so wie immer auf meinen Chefsessel platzieren, ne, um so ein bisschen die E-Mails zu kontrollieren. Ne. Hockt sich doch meine Katze hin und sieht mich fauchend an. So nach dem Motto, hier setz dich jetzt nicht hin zum Essen und lass dich ja nicht wieder von diesem scheiß Computerding ablenken. Ja, habe ich überlegt, na gut, was kann man denn da machen? Und da ist mir John Nicolai eingefallen. Einer von der Gruppe Freier Autarker Strom für alle. Und der hat gemeint, dass in einem Kapitel 5 Nummer 6 von A Practical Guide to Energy Devices von Patrick Kelly da was ganz Besonderes stehen würde. Ne? Und da habe ich gedacht, na gut, hast du ein bisschen was zum Lesen neben dem Essen? Ne? Ist ja auch nicht schwer, ich bin nicht fertig mit Essen. Es gab übrigens Pommes mit Fischstäbchen. Weil es ganz so gesund ist es nicht, aber es geht fix. Und naja, ein bisschen Salz ist auch dabei, brauchen wir auch ab und zu. Ja, und dann mache ich, also ich schlage ein einziges Mal auf und habe dann das hier vor meinen Augen. Das ist genau das wieder, was ich gesucht habe. Das ist, also was ich damit nur euch zeigen will, also wenn man wirklich da irgendwie ganz doll irgendwas möchte, ne, dann einfach machen lassen und irgendwann kommt dann die Info zu einem. Ja, und habe mir das hier so durchgelesen und habe gedacht, ich lese nicht richtig. Ne? Hier das Beispiel mit einer Batterie. Wisst ihr ja, dass sich das dann schön entlädt. Dann steht hier noch ein bisschen was dazu. Und jetzt haben wir das Beispiel mit zwei Batterien. Nur mit zwei Batterien. Ja, natürlich ist es so, dass die eine Batterie leer geht, ne? Und die andere, ne, halt die geht leer. Die wird geladen. Ja, aber dann, wenn die alle ist, ne, steht hier, muss man es einfach nur rumdrehen, die zwei Batterien. Und dann wird es weiterlaufen. Also irgendwie total simpel, ne, hier. Nikola Tesla hat es irgendwie demonstriert mit diesem 4-Battery-Switch. Und der tauscht dann praktisch immer diese Lampe hin und her. Tja, dann Nikola Tesla wieder mal.